Ja. Du bist das schwer. Sehr schön, sehr schön. Hat jetzt jeder seine Tierposition? Sehr schön. Ach, der Kolibri großartig. Ah, der Affe. Und der Delfin auch ein sehr schönes Tier. Bravo, Avril, du bist sehr talentiert. Nehmt euch an Avril ein Beispiel. Lasst alle Hemmungen fallen. Genau das machen wir jetzt. Los, kommt, es wird Zeit. Komm zu dir, du Idiot! Wow, wow! Joe hat's drauf, der macht sogar den Vogelstrauß. Wir müssen hier verschwinden, wir müssen hier verschwinden, wir müssen hier verschwinden, wir müssen hier verschwinden. Deine dämliche Meditation steht mir bis hier oben. Hör auf rumzuummen, du Hohlbirne! Sein Geist hat sich vom Körper gelöst. Ich wusste gar nicht, dass er einen hatte. Ist ja unglaublich, er kann durch Wände gehen. Na, so was, ich muss sagen, das gefällt mir. Wie macht er das bloß? Wie macht er das bloß? Ommen wir weiter, selbst wenn's die ganze Nacht dauert. Runter vom Brett, Dalton, es gibt Frühstück! Ist ja komisch. Ich hab ein Loch im Bauch, aber ich hab keinen Hunger. Na los, her mit den Schlüsseln! Yippie! Endlich! Wir sind frei! Oh, Rattanplan! Komm, mein Hundchen! Oh, der Tag ist gekommen. Oh, ich bin bereit. Ich sehe das Licht. Na toll, ich bin als eine Pflanze reinkarniert. Plasma, du kannst wieder in deinen Körper zurückflutschen. Ja, du bist schwer wie eine Elefantenkuh. Aber ich hab mich noch niemals so leicht gefühlt. Marsch zurück in deinen Körper, du Flachzange. Ist ja gut, rück dich ab. Okay, und weiter. Hey, warte auf mich. Das glaube ich nicht. Jetzt kann er nicht mal in seinem Körper bleiben. Was soll denn dieser grauenhafte Lärm? Was denn, noch so einer? Okay, ziehen wir uns langsam zurück. Was soll denn dieses Rumgeschrei? Okay, der scheint echt zu sein. Mein Großvater hatte recht. Die Bleichgesichter stören mit ihrem Gejammerer den Geist meines Urgroßvaters. Ich bring's mal auf den Punkt. Wir haben ein Problem mit dem Geist dieses Einfallspinsels. Ah ja, verstehe. Hier ist der Deal. Wir helfen ihm, dafür erledigt ihr einen Monat lang unsere Pflichten. Abgemacht. Dann möge die Rückführung beginnen. Nein, doch nicht, Großvater!
Die Sache klappt. Es hat funktioniert. Er hat meinen Großvater gefressen. Ergebt euch, Daltons! Abmarsch zurück ins Gefängnis! Gut gemacht! Ich habe euch positive Energie geschickt. Jetzt ist alles wieder normal. Oder paranormal, wer weiß das schon. Die feuerhaarige Squaw ist schöner als ein Sonnenuntergang im Herbst. Wenn ich doch nur 200 Jahre jünger wäre. Hey, Joe! Mann, ist dein Körper eng! Dafür habe ich in deinem Kopf jede Menge Platz! Und Schach! Hoppe! 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 Daltons, darf ich euch euren neuen Mithäftling vorstellen? Den berühmten Zauberer Boderfield. Toll, ich liebe Magie! Sehr beeindruckend. Passen Sie bloß auf, ich behalte Sie im Auge, Mr. Illusion. Hey, ich kann auch zaubern. Hier ein Stein, darüber ein Taschentuch und hopp ist der Stein weg. Zauberei gibt es nicht. Das sind doch nur Tricks. Kinderkram. Hast du das gesehen, Joe? Er hat Rantanplan verschwinden lassen. Vergesst, was ich gesagt habe. Du bist sehr begabt und du kannst uns helfen, auszubrechen. Boderfield hatte gerade Urlaub. Er möchte sich ausruhen. Warum sollte er euch helfen? Um am Leben zu bleiben. Schon, na dann. Das Geheimnis der Zauberei ist Ablenkung. Du musst die Leute ablenken von den Dingen, die du gerade wirklich machst. Na schön, und weiter? Alles Weitere ist Fingerfertigkeit. Wir haben verstanden. Ihr startet ein Ablenkungsmanöver und ich lasse die Schlüssel verschwinden. Und los! Wir wollen nichts mehr lernen. Du machst die Zauberei, wir steigen in die Kiste und hopp, 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 sind wir nicht mehr da. Und veräppel uns nicht. Ich lasse euch mit dem größten Vergnügen verschwinden. Probieren wir es mit dem Hund. Na los, zack, zack, fang schon an zu zaubern. Oder willst du lieber sterben? Hm? War bene, also schön. Hopp! Ich finde, das ist ein blödes Spiel. Von mir aus können wir das öfter spielen. Na, warte, Bürschlein! Oh, Würstchen, lecker! Ich zieh dir das Fell über die Ohren! Wenn ich euch verschwinden lassen soll, brauche ich ein Publikum. Ohne Publikum keine Magie. Die Daltons verschwinden! Wer möchte ein Programm essen? Lecker gesalzene Erdnüsse. Teddybären, Pins, T-Shirts.
Es ist schön zu sehen, wie die Daltons sich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Marsch an die Arbeit, Buddy! Nicht so wild. Wenn man zaubern will, muss man sich konzentrieren. Na dann los, konzentrier dich. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Mit Zauberei? Hopp! Okay, jetzt sind wir frei. Ihr habt mich nervös gemacht. Ich habe aus Versehen das Gefängnis verschwinden lassen. Los, komm, hau mir ab! Habt ihr etwa wirklich gedacht, man kann Menschen oder Dinge einfach verschwinden lassen? Das ist nur eine Illusion. Okay, dann macht, dass die Wachen denken, dass wir vor ihnen stehen. Dabei sind wir hinter ihnen. Und dann machen wir uns aus dem Staub. Meine Damen und Herren, mit Hilfe meiner Zauberkraft zersäge ich die Daltons nicht in 4, nicht in 8, nicht in 16 Teile, aber in viele kleine Daltons. Meine Güte, wenn er sie nun wirklich zersägt. Ich würde den Preis für ihre Zelle verdoppeln. Wäre doch nicht schlecht, Oh. Wenn du mich mit einer Säge in 2 Teile sägst, treten dich beide in deinen Hintern. Oh. Hoppe! Das hat funktioniert. Hey Joe, wer ist das da unten? Hopp! Das ist nur eine Illusion. Hopp, 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 wer sagt mir, dass du nicht eine Illusion bist? Ja, ist es wirklich. Hoppe! Da stellt sich mir eine wichtige Frage. Wo sind die Daltons? Sie sind da unten in der Kiste. Und hinter uns haben wir die Illusion, dass sie versuchen abzuhauen. Sie haben uns entdeckt. Na dann springen wir, los! Tja, gegen die Blödheit der Daltons ist selbst die größte Zauberei machtlos. Meine lieber Gefängnisdirektor, ich habe mich verabschiedet. In Ihrem Gefängnis ist es mir zu blöd und zu langweilig. Ciao! Hey, wir hatten mich in die Kiste gepackt. Ah, hallo Halbbruder.